Warum sollten sich Sponsoren für den SC Eisenstadt entscheiden? Ich kann jetzt natürlich nur, was meine Position betrifft, aus der sportlichen Sicht den Sponsoren den SC Eisenstadt dahingehend schmackhaft machen, weil ich davon überzeugt bin, dass wir uns sportlich gut weiterentwickeln werden mit Spielern aus der Region. Das heißt, mit Spielern, wo auch Sponsoren erkennen können und erkennen sollten, weil ich glaube, das ist das Entscheidende, dass es auf der einen Seite darum geht, uns sportlich weiterzuentwickeln, was Ergebnisse, was Resultate betrifft. Wir wollen uns natürlich nicht ewig in der letzten Klasse aufhalten. Auf der anderen Seite, dass natürlich auch Spieler am Werk sind, gemeinsam mit dem Trainerteam, die wirklich auch den SC Eisenstadt entsprechend verkörpern, ja, die für den SC Eisenstadt leben, sage ich jetzt einmal, was das Fußballerische betrifft. Und insofern sind wir auf einem sehr guten Weg mit der jetzigen Mannschaft, aber wir wollen uns natürlich auch in eine professionellere Richtung entwickeln und dahingehend brauchen wir Sponsoren. Warum hast du dich als Gewerbetreibender für ein Sponsoring beim SC Eisenstadt entschieden und warum sollten das auch andere tun? Meiner Meinung nach liegt sehr viel Potenzial beim SC Eisenstadt. Zuerst einmal aus sportlicher Sicht mit unserem Trainer Mario Bührer. Glaube ich, hat Chris Görz genau die richtige Entscheidung getroffen. Ein junger, kompetenter Trainer, der sehr viel auf die Mannschaft hält, der sehr ehrgeizig ist. Als auch für uns Sponsoren sehe ich genau den richtigen Weg beim SC Eisenstadt. SC Eisenstadt ist ja jetzt einmal so gesehen kein Niemand, sondern hat eine glorreiche Zeit hinter sich. Leider hat es halt dann einen Einsturz gegeben, aber ich glaube, mit dem jetzigen Vorstand wird genau der richtige Weg eingeschlagen und ich sehe eine sehr glorreiche Zukunft vor uns. Ja, Michi, der erste Sponsorenabend, das ist Eisenstadt, liegt hinter uns. Wie blickst du auf diese Veranstaltung zurück? Ja, ich bin sehr überrascht, dass so viele Leute da waren, sehr viele interessierte Leute da waren. Es hat Gespräche gegeben über alle möglichen Entwicklungen des SCEs, also was ist eigentlich passiert beim SCE. Aber sehr viele Unternehmer versuchen natürlich auch ihren wirtschaftlichen Vorteil aus der Geschichte des SCE zu ziehen und überlegen sich immer Sponsoring in welcher Weise auch immer. Da gibt es viele Interessenten, viele Anfragen. Bin gespannt, was da wirklich rausschaut am Ende des Tages.